Hallo, hallo, zurück in der Welt von GTA 5. Ja, aufgrund von Gerüchten, dass manche Leute nicht mehr motiviert genug sind, GTA Online zu spielen, habe ich mir gedacht, bastel ich eine kleine Playlist, die uns an all die tollen Orte, die wir so großartig finden und wo so seltsame Sachen passiert sind, also nicht an alle, aber an viele Orte nochmal bringt, und habe eine kleine San Andreas Rallye gebastelt. Also wenig Gewalt, viel Sightseeing. Ja. Leider kann ich das nicht alleine machen, deswegen habe ich diese netten Leute wieder eingeladen, so wie den Bacon Lorange, den Spongy. USA. Hallo, hey. Und den Shadow. Der Bacon ist nicht nett. Aha. Das ist hier sowas wie Fernsehen, da muss man nett sein. Also, muss man nett über Leute reden. Was? Was hat er gesagt? Können wir mal anfangen? So, also Rally, keine Stuntrennen, ja. Einfach nur durch die Pampa fahren. Es wird Stunt-Einlagen geben, glaube ich. Hey. Aber wir gucken mal. Was nehmen wir? Am besten alle das Gleiche. Habt ihr ja das 9F Cabrio? Ich kann auch nicht auswählen gerade. Ich bin immer noch im Sitzung mit gestartet. Damit ich auch weiß, was ihr macht. Oder wir können auch den Alpha nehmen. Das sieht ganz nett aus. Alpha. 9F Alpha, ja. Mhm. Okay. Alpha. Das sieht ein bisschen langweilig aus, aber... Oh, und ich trage nicht meine Klamotten, die ich mir extra angezogen habe. Doch! Ha! Yay! Sehe ich nicht geil aus? Yay! Ja, ich hab nur einen neuen. Warum hast du denn heute nichts angezogen? Das sieht aus wie ein Bacon. Ich habe einen Ganzkörperanzug an. Das ich jetzt nicht genommen habe, toll. Der hat richtig viel Asche gekostet. Aber ich habe ja gerade beim Einloggen, und ich weiß aber noch nicht warum, ich habe 200.000 geschenkt bekommen. Da vorne links hat auch jemand ein falsches Auto. Vor allem, es sieht aus wie meins, aber es ist nicht meins. Ich habe irgendwelche komischen Autos vorgeschlagen, die nicht in meiner Liste waren. Oh, Entschuldigung, Shadow. Ja, das habe ich teilweise auch selber verschuldet. Au! Da war ja... Autsch! Ja. Ah, danke, Tommy! Da war ja eine Kurve. Das habe ich voll... Ja. Oh, der Fjall geschummelt. Das ist ja schön. Habe ich wenigstens freie Strecke. Ich nehme hier auch alle Bäume und alles andere mit. Oh geil, hier war ich schon mal. Vielleicht die Rennstrecke hast du selbst erstellt, ne? Oh, hier hatten wir doch unser geiles Kartrennen. Richtig. Ich glaube ja. Oder? Doch, das war wohl der Parkplatz. Ja, das war lustig. Ey, du unhöflicher Mensch, du. Lustig. Ach, da ist eine Kante. Haut der mich da einfach raus? Ich glaube, es hackt. Macht nichts, ich bin immer noch weit hinter dir. Mist, ich dachte, du räumst jetzt die blöde Laterne aus und alles ging auch so. Na, scheiße, und ich hab mich voll Nicht nur du. Loser. Ja, aber ich komm hier jetzt nicht. Oh, das ist voll schwer, da wieder zurück rüber zu kommen. Jetzt hat selbst der Shadow mich wieder angeholt. Fahr einfach zu mir. Aber noch hinter dir. Du musst da nicht wieder über diese komische Dinge zu kommen. Doch, musste ich. Ich wär hinten über die Mauer, wäre ich nicht rübergekommen. Nicht hauen. Ist das ein... Das war ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, ne? Okay, das heißt, ich muss mir nicht merken, wie die Kurs gehen. Das wüsstest du ja eh immer erst ab der dritten Runde. Höchstens. Eher ab der zehnten. Oh, bei mir meistens ab der dritten Runde. Ich hab einen Punkt für ausgelassen. Das ist nicht gut. Das freut mich. Scheiße! Was ist denn? What the fuck? Hä? Wie zum Teufel fährt man hier rein? Ey! Okay, Entschuldigung. Keine Absicht gewesen. Nein, Bacon! Nein! Nein! Foto findet. Scheiße. Ich hätte weggraben sollen und nicht den Shadow. Das war aber auch fies da.
kurz vor Ende. Ja, ich habe gedacht, da mache ich es nochmal spannend. Ja, nee, fand ich sehr gut, dass du das so gemacht hast, weil dadurch bin ich Erster geworden. Weil sonst hätte ich den Stormy nicht mehr eingeholt. Das schaffst du noch, ne? Ja, locker. Ja, easy. Schade, dass der Windschatten nicht mehr ganz gereicht hat, um bis ganz vorne zu kommen. Ach, schade. Du bist Erster. Ach, jetzt dürfen wir mich nochmal in meiner vollen Pracht sehen. Ich leg da gleich mal was Schwarzes drüber, vielleicht. Das ist... Außer es hättest einen Epileptischen, ey. Gut, dass er Schwarzlicht angemacht hat. Ja. Aber fand ich gut. Zur Einstimmung. Können wir mal machen. War gut. Und Fjalk, nächstes Mal nicht bescheißen und das richtige Auto nehmen, bitte. Hey, sag das richtige Auto an. Ich hatte nur einen 9-4 irgendwas, aber nicht den 9-4, den ihr hattet. Nein, den Alpha. Ja, den hatte ich nicht. Ein Landrennen. Sehe ich noch gar nicht, dass ein Landrennen kommt. Ja, auch nicht. Ja, weil du noch im Ladebalken bist. Du bist angeblich. Ja, nur ich habe fortfahren gedrückt, wird mir angezeigt. Kurz noch. Ja, das ist ja manchmal so in GTA. Fjalk ist der Horst. So, ah. Oh, wir haben ein Landrennen. Durch den Wald und durch die Heide. Juhu, auf geht's, ich freue mich. Ich noch ein paar. Ach, welches Auto? Ich habe das mit dem Buggy-Dingens, glaube ich, getestet. Das war ganz witzig. Den Biff da? Welchen? Den Dune-Buggy. Den Dune, nein. Den fetten, nein, nein, das, den fetten den, Fahrzeug. Den Dune, ach, den Dune-Buggy. Okay. Ich hätte gerade fast den Dune genommen. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so... Den hatte ich auch noch nie gesehen. Wäre interessant geworden. Echt nicht? Der ist auch, glaube ich, neu. Achso, der Große, meinst du? Ja, der Große. Ja, den Kleinen. Den mit dem Großen wäre ja auch ganz lustig gewesen. Mit dem Großen habe ich die Strecke gebaut, sozusagen. Weil da nehme ich mal langsame Sachen, um zu gucken, ob man damit auch überall hinkommen würde. Aber, ist das so ein bisschen wie mit dem Trecker im Berg hochfahren? An einer Stelle war das so. Da musste ich einen Alternativweg finden. Deswegen habe ich gedacht, mit denen ist das hier ein bisschen einfacher. Ui, das sah gut aus, Shadow. Ja, geht so. Bis er auf dem Rücken gelandet ist. Danach auf dem Rücken bin ich besonders gut. Ah, wie die Heidi. Bilder im Kopf. Ah. Gut, die Heidi, ihr kennt euch also schon länger. Bilder im Kopf. Upsa. Ey, was ist denn das für ein Assi? Hallo? Geht's noch? Hui. Oh, wir haben Glück, da die NPCs parken heute vernünftig. Nee, aber mich hat erstmal da 50 Meter in die falsche Richtung mitgenommen. Kann man einer schieben? Ich hänge hier so ein bisschen. Danke. Ich habe mich jetzt respawnt, weil ich wirklich oben richtig auf dem Dach hing. Da dachte ich mir, bis ich da runterkomme, ist wahrscheinlich ja, ich muss gerade auch schneller. Respawnen, weil ich habe mich hier eingepackt. Ich warte mal ein bisschen auf euch. Sonst wird's bei dir zu langweilig da vorne. Es gibt's nicht, ich hänge ja schon wieder. Du bist einfach zu schwer. Ja, ich weiß, ich bin fett. Meine Fuchsmaske macht mich schwer, unglaublich noch schwer. Ah, ja richtig. Oh, ey, kannst du nicht... Aber das Gute ist, die anderen werden's auch wahrscheinlich gleich noch leeren. Also, hier geht's noch. Ich habe eine andere Strecke noch da drin, die ist relativ lang. Als ich die getestet habe, habe ich nicht mehr gewusst, was am Anfang war und bin überall gegengefahren. Ich fürchte, das passiert mir nachher auch nochmal. Sind das heute sehr viele selbstgebaute Strecken? Auf eine Sache alle selbstgebaute Rennen, ja. Ah, finde ich cool. Also ich hätte das andere auch gern selbst gebaut, aber das ist leider spieltechnisch nicht möglich. Oder Rockstar will das nicht. Nein, ich habe einen Punkt ausgelassen. Tipp, wenn ihr den Berg wieder runter müsst, Vollgas nur geben. Nur lenken. Nur lenken, nicht Gas geben. Nee. War das hier die Stelle, wo du mit dem Großen nicht mehr hochgekommen bist? Ja, genau. Also wenn man dann auf diesen Grat rauf fährt, da geht das dann wieder, aber wenn man wirklich... Oh, scheiß Motorradfahrer, die sterben. Wenn man... Wieso soll man nicht Gas geben? Weil du sehr schnell an dem Punkt vorbei bist, wenn du nicht ordentlich gezielt hast. Ach, geht alles. Ach so. Hat gepasst.
seid ihr überhaupt da? Wo seid ihr denn? Ich bin weit weg, wie immer. Ich war recht kurz hinter dir, bis ich den einen Punkt verpasst habe und mich zurückgesetzt habe. Das war allerdings noch beim Hochfahren habe ich einen Punkt verpasst. Nee, das wird heute nichts mehr bei mir. Gut, dass das ein Busch war, durch den man durchkommt. Das weiß man in GTA ja nie genau. Manchmal, ja, so ein kleines Blattwerk. Bremst. Ja. Tja, das ist wie im echten Leben. Ach nein, das sage ich jetzt nicht. Es gibt auch mal Sachen, die muss ich nicht sagen. Und auf der Minimap seid ihr gar nicht mal so weit weg. Ich sehe euch alle noch, aber ich krieg euch niemals eingeholt. Ich muss mich jetzt erstmal zurücksetzen. Yay! Umso besser für mich. Vielleicht komme ich ein bisschen ran. Hi, Shadow! Wie? Ich war schon wieder aus dem Wasser raus. Wieso bin ich denn dann gestorben, als ich aus dem Wasser mit dem Auto raus war? Ich habe das dreimal probiert, mich hier im Wasser umzubringen. Also mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja, ich hab mich mit dem Buggy im Wasser gedreht, weil ich am Punkt vorbei bin. Und als ich dann wieder an Land war, bin ich gestorben. Nee, ach sonst, alles gut. Hallo, Shadow. Hi, Stormy. Kurz aufs Dach gefallen. Ich merke schon, ich habe mich ja, also die Strecke habe ich auch nicht mehr ganz drauf, da sind auch wieder Sachen drin, wo ich dann mich überhaupt nicht mehr erinnere. Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr alleine hier hinten. Ja, so bin ich zu dir. Werde ich jetzt ertrinken? Punkt. Nein. Wir sind durchgekommen, gerade so. Solange du dich bewegst, ist alles gut. Kannst du auch U-Boot spielen. Das muss nicht stehen bleiben. Denn hinter kannst ja auf uns warten. Hey, das war glaube ich das stabilste Zelt der Welt. Ey, ja. Tommy, warte auf mich. Ja, ich warte doch. Nee, du fährst. No! Also die anderen sind noch ein Stück hinter mir. Ja, so ran, junger Mann. Hab ich jetzt auch gedacht, nachdem sie gesagt haben, sie wären noch bei den Zelten. Ah, ich finde auch eine coole Strecke. Also ich mag das ja auch, wenn man immer so ein bisschen Platz zwischen den Punkten hat. Ja, also ich finde hier geht's ja, du bist ja meistens am Strand unterwegs und da siehst du ja weit. Ja. Ah, da kommt er ja wieder da hinten. Ja. Gib mir mal Windschatten bitte, danke. Ich doch schon. Ist das eine explosive Tonne gewesen? Ey, nicht knutschen! Steht da auch in echt rum. Also nicht beim ersten Teil. Achso. Die haben sich da in die Spielwelt einfach reingesetzt, die ist nicht von mir. Was hast du jetzt da gemacht? Ich bin gefahren! Und dann bist du geflogen! Ja, schlechte Streckenführung hier, also komische Sachen, na. Aussah gerade. Ja, ich warte hier hinten nochmal kurz, bis die Helden da ankommen. Jetzt rein. Oh nein, Punkt verpasst. Yay! Achso. Nee, da muss man so eine kleine Kurve fahren. Glaube ich zumindestens. Oder vielleicht hätte man das besser machen können. Man hätte die Kurve auch enger fahren können und dann so ein S, also hinter dem Felsen, aber. Ach so. Ja, so, genau, wenn man es gewusst hätte. Wenn man Zeit gehabt hätte, sich das genau. Auch nicht anzugucken, so wie ich. Die waren eigentlich links und rechts vom Felsen. Ja, aber der eine, hinter dem großen kommt noch ein kleiner Felsen und dann hätte man zwischen den beiden Felsen durchfahren können. Dann hätte man das schneller nehmen können. Also ich hab die Ecke vorher auch noch nie gesehen, hab nur dann eben beim Rumkurven gedacht, da könnte man das so machen. Oh, gratuliere zu Level 100. Ja, Glückwunsch. Jetzt krieg ich was? Was krieg ich? Ein goldenes Auto? Ich weiß nicht, ich glaube, hast du jetzt irgendeine Waffe freigeschaltet? Nee, genau. Ich weiß gar nicht, ob man mit 100 eine Waffe freischaltet. Aber wenn ich alle Waffen... Sobald ich in der freien Welt wieder bin, wird das alles... Ich vermute mal, es gibt nur noch Autoteile und Anziehsachen. Ja. Und Lackierungen. Ist ja ein Autoteil. Ein Landrennen. Nee. Luftrennen. Yay! Warum steht denn unten? Ja, beides mit L. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kurzer Sprint durch die Luft. Aha. Ja, dann ab dafür. Ja. Waffen sind scharf, wollte ich nur mal eben sagen. Punkt okay. Zu Punkt GTA. Oh mein Gott. Angst. Manchmal lieber noch nach. Ne, Waffen sind ein. War das Y, ne? Welche nehmen wir? Ist das egal? An sich ist es egal. Sollten vielleicht alle dieselbe nehmen, damit wir gleich schnell sind, aber sonst. Dann nehmen wir doch einfach die Laser.
Jetzt habe ich die Hydra schon bestätigt. Okay, dann nehme ich die Hydra auch. Dann nehme ich auch die Hydra. Hydra! Ah, erstmal Panzerung kaufen, das ist wichtig. Ja, total. Hydra, nee, Hydra kann man nicht umfärben. Umfärben kann man, glaube ich, nur den einen kleinen Ziviljet da. Ja. Gibt es hier auch einen Speed-Start, oder? Nein. Wie war schießen? Waffen werden müssen erst freigegeben werden. Ich bin so im Arsch, ich bin auf Platz 2. Oh Mann. Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich. Ich hab Selbstmord begangen. Scheiße. Danke, Bacon. Bitte. Komm, hättest du genauso gemacht. Nein. Du hättest nicht getroffen, ja, das ist der Unterschied. Da fliegt denn da durch meine Kamera? Hör auf, das ist gruselig. Mag der erste mal kurz ein bisschen langsamer fliegen? Ja, natürlich. Sonst kriege ich dich nicht ins Visier. Ja, ich warte auf euch. Ich fliege hier auch erstmal vollkommen falsch. Ach so, wie ich den Pfeil kenne, kreuzen sie doch sowieso irgendwie ein, zwei Mal. Ja, ein bisschen. Ich habe das erst eigentlich für diese Stuntmaschinen gedacht und habe dann festgestellt, die sind so langsam. Wenn da einer weg ist, dann holen die alle Dinge wieder ein. Aufholen ist ja sowieso. Ja, schon, aber wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Nein, aber ich meine. Entschuldigung, Tommy. Also finde, dass das hier so ist das okay, so kann man das machen. So haben alle mehr oder weniger noch eine Chance. Aber das ist jetzt einfach nur so ein Flugrennen gewesen wie er. Langsamer fliegen da vorne. Scheiße, ja, oder einen Punkt verpassen, ne? Ja, ich bin auch eben an einem vorbei. Auf. Geh weg. Ah. Kurz vorm Punkt, verdammt. Also ich habe die ganze Zeit die Räder draußen, wie ungünstig. Ich letzter. Nee, irgendwen habe ich vielleicht gerade eben noch getroffen. Ah, okay. Wie gesagt, Shadow, ich warte auf euch. Ziel. Oh, da gibt es auch noch einen kleinen Dogfight. Ohne mich! 20 cm überm Asphalt. Ich hab's gesehen. Sah gut aus. Aber du hast noch eine Chance. Oder bist du zu weit weg, ne? Ja, aber du hattest ihn nicht mehr in Reichweite. Ich bin elf mehr abgeschossen worden als ihr alle anderen. Mein Gott. Das kann ja gar nicht sein. Das mir doch auch mal eine Chance. Kann man in der Statistik eventuell sehen? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei GTA-Rennen angezeigt wird. Viermal bin ich jetzt abgeschossen worden. Werden, glaube ich. Das gucken wir uns noch an, aber ich glaube, dann ist vermutlich die Episode auch schon bald vorbei. Der Epileptiker schon wieder. Ja, ich finde, das passt auch. Dieses Ausflippen passt das sehr gut zu diesem Kostüm. Nee, sieht man gar nicht. Ja gut, aber wie der Bacon schon gesagt hat, dann schauen wir uns den nächsten Teil dieser spannenden Rallye einfach beim nächsten Mal an. Okay, danke.